Aloys neues Abenteuer ist ganz, ganz nah, Freunde des Verbotenen Westens. Aber bevor es losgeht, fassen wir nochmal alles zusammen, was ihr wissen müsst, um perfekt vorbereitet zu sein. Macht euch gefasst auf Spoiler zu Horizon Zero Dawn und Insider-Infos zu Horizon Forbidden West. You better be prepared. Eine komplette Story-Zusammenfassung von Aloys erstem Abenteuer bekommt ihr hier in den nächsten Tagen, also am besten schon mal Abo und Glocke aktivieren. In Kurzform, aber auch jetzt schon mal das Wichtigste. Okay? Okay. Horizon Forbidden West spielt etwa ein halbes Jahr nach den Ereignissen von Zero Dawn. Das heißt, es ist immer noch Post-Postapokalypse, aber Aloy hat einen weiteren Weltuntergang erstmal verhindert. Mit der Betonung auf erstmal. Warum das beim letzten Mal passiert ist? Eine Super-KI und jede Menge Nanoroboter haben die Welt ausgelöscht und nur eine andere Super-KI hat das organische Leben und einen kleinen Teil der Menschheit gerettet. Dafür war eine Frau namens Elizabeth Zobeck verantwortlich, aber dazu gleich mehr. Die Menschheit hat also überlebt. Knapp. Das Wissen der Alten, also von unserer Generation, ist aber verloren gegangen. Das ist alles eine sehr lange Zeit her und die Menschen zu Aloys Zeit leben wieder in Stammeskulturen, während in der Wildnis gefährliche Maschinen das Land beherrschen. Genau das sind diese ganzen Roboter-Dinos, die wirklich jeder schon mal gesehen hat. Die sind zwar verdammt gefährlich, aber Aloy hat zu denen eine ganz eigene Beziehung. Ach, und wo wir schon dabei sind? Auch in Horizon Forbidden West spielen wir immer noch als Aloy, eine der coolsten PlayStation-Heldinnen überhaupt. Im Verlauf von Horizon Zero Dawn stellt sich heraus, Aloy ist ein Klon von Elizabeth Zobeck. Genau, die Frau, die quasi im Alleingang die Menschheit gerettet hat. Das macht Aloy noch komplexer, als sie ohnehin ist, denn Elizabeth ist damit im Grunde auch irgendwie Aloys Mutter. Oder sind sie identisch? Identität ist kein leichtes Thema, aber das alles bedeutet, unsere Heldin kommt dank ihrer DNA in viele verschlossene Einrichtungen der alten Welt rein und sie kann Maschinen überschreiben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Wer das in diesem Universum kann, ist wirklich was Besonderes. Also Augen auf, wenn ihr im Verbotenen Westen die Rebellenanführerin Regala trefft. Die scheint das Maschinenzähmen nämlich auch irgendwie geschafft zu haben. Aber nochmal zurück zu Aloy. Die ist von Elizabeth Zobeck sozusagen vorprogrammiert worden, um die Menschheit ein weiteres Mal zu retten. Was ihr gelungen ist, weil sie die fiese Über-KI namens Hades ausgeschaltet hat. Allerdings nicht ganz. Am Ende des ersten Spiels wird die nämlich von einem Mann namens Silence aufgenommen, den wir in den Trailern auch schon wieder gesehen haben. Die beiden solltet ihr also auch unbedingt im Auge behalten. Silence war nämlich schon in Horizon Zero Dawn extrem zwielichtig. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aloy ist vor allem aber erstmal dabei, die mysteriöse rote Plage zu untersuchen, die die ganze Welt bedroht. Und wird dabei auf eine ganze Reihe alter und neuer Gesichter stoßen, wenn sie sich in den Verbotenen Westen aufmacht. Moment, Westen? Genau. Horizon Forbidden West schickt euch und Aloy in ganz neue Gebiete, die es im ersten Spiel noch nicht zu sehen gab. Das heißt, eine abwechslungsreiche, riesige Welt voller Schneegipfel, tropischer Strände, Wüsten, Sümpfe und allem dazwischen. Schon Horizon Zero Dawn war ja ziemlich abwechslungsreich, der Verbotene Westen legt da aber nochmal ordentlich nach. Aber nicht nur die Welt wird abwechslungsreich, auch jede Menge unterschiedlicher neuer Bewohner sind es, die euch begegnen und herausfordern werden. Noch mehr Infos zu den Stämmen der kriegerischen Tenakt und der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen elbenartigen Utaru gibt es im Video in der Box oben rechts. Seid euch aber sicher, das sind längst nicht alle Fraktionen, denen Aloy hier begegnet. Was wir jetzt schon glauben, lasst euch auf jeden Fall eine Menge Zeit für den Trip. Das lohnt sich. Die Spielwelt ist hier mindestens so sehr der Star wie die Story. Abgesehen von den Stämmen sind es in der Wildnis natürlich immer noch die Maschinen, die sowohl euren Entdeckerdrang kitzeln, als auch eine echte Herausforderung bedeuten. Das, was da so nach Riesenschlangen, Schildkröten, Mammuts, Krokodilen und Flugsauriern aussieht, macht genauso gut euch zur Beute wie umgekehrt. Da braucht ihr also nicht nur die richtige Ausrüstung, sondern auch einiges an Geschick am Controller. Fragt sich also nur noch, wie spielt sich das Ganze? Schon Horizon Zero Dawn war ja auf den höheren Schwierigkeitsgraden eine echte Herausforderung. Vor allem in diesen Kesseln. Ihr wisst schon,
Tech-Bunker mit extra fiesen Bossmonstern. Auch wenn Aloy dank dieser Schlachten längst nicht mehr die unerfahrene Ausgestoßene von damals ist, der Verbotene Westen bringt ganz neue Herausforderungen. Glücklicherweise hat unsere Heldin dafür auch jede Menge neue Fähigkeiten und Skills parat. Natürlich immer noch den Bogen, mit dem ihr mit genug Fingerspitzengefühl gezielt Teile von Maschinen herunterschießen könnt. Aber auch einen Speer, der den Nahkampf nochmal viel dynamischer und beweglicher macht. Und apropos beweglicher, das Klettern wird jetzt auch viel agiler. Aloy kann sich jetzt an viel mehr Punkten festhalten und sich damit deutlich freier bewegen. Dank Zugwerfer kann sie sich an bestimmten Stellen wie mit einer Art Seilwinde hochziehen oder größere Abstände überbrücken. Besonders abwärts geht außerdem alles viel schneller, denn dank Gleitschirm kann Aloy jetzt immer von jeder Klippe springen und landet sicher. Ach ja, tauchen kann sie dank Tauchermaske auch, solange sie will. Oder bis Feinde auftauchen, denn die Maschinen sind überall. Oh, don't mind me. Dank Focus Scan hat Aloy aber immer alle Infos zu deren Schwachstellen und zu ihrer Umgebung. Den solltet ihr wirklich so oft nutzen wie nur möglich, denn das ist ein Wunder der Technik. Und zwar eines, das selbst in so einer Welt absolut nicht selbstverständlich ist. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Aloy kennt sich damit allerdings schon aus, seit sie es als Kind in einer Höhle gefunden hat. Aber wenn ihr einen Fokus seht, der nicht an Aloys Schläfe ist, dann alle Lampen an. Wenn wir schon bei Wunder der Technik sind, auch nochmal das Wichtigste zu Horizon Forbidden West aus Hardware-Perspektive. Das Spiel erscheint am 18. Februar für PlayStation 5 und PlayStation 4. Es sind also alle bestens versorgt. Und Guerilla haben ja schon mit Horizon Zero Dawn gezeigt, wie gut sie die Grenzen des Möglichen erweitern können. Wer auf PS4 anfangen und später wechseln will, kann sein Spiel übrigens kostenlos upgraden. Auf PS5 gibt es dann natürlich, besonders mit den Features des DualSense Wireless Controllers, nochmal eine ganz neue Spielerfahrung. Dank der adaptiven Trigger und der Soundausgabe des Controllers ist zum Beispiel das Bogenschießen so authentisch wie nie zuvor. Natürlich könnt ihr außerdem wie gewohnt zwischen verschiedenen Bildmodi wechseln, je nachdem, ob ihr lieber eine höhere Auflösung oder eine höhere Framerate bevorzugt. Eine riesige Open World mit neuester Guerilla-Technik braucht natürlich Platz, also räumt am besten schon mal die Festplatte auf. Alle Tipps dazu bekommt ihr im Video, das ihr jetzt hier eingeblendet seht. Fehlen nur noch der Snackvorrat und die beste Jogginghose? Das wird ein wilder und ein langer Ritt. Natürlich könnt ihr aber auch nochmal Horizon Zero Dawn und die Erweiterung The Frozen Wilds spielen. Wir halten euch nicht auf. Genug zu tun gibt es also, um die Wartezeit zu überbrücken. Überbrücken, ne? Ihr versteht schon. Noch mehr Videos zu Aloy und allem rund um PlayStation gibt's hier auf dem Kanal. Also, wer hat Bock? Welche Version von Horizon Forbidden West holt ihr euch? Schreibt's uns in die Kommentare. Wir sehen und wir lesen uns. Also bis demnächst, vielleicht.